Zurück hier in der Welt der Pokémon, genau zu sein in Saphir, also bei der Log Challenge mit mir, Quidnaro. Im letzten Part haben wir gesehen, wie Adrian zusammen mit dem gestohlenen U-Boot aus Graphitport City abgehauen ist. Und die wollen jetzt eine Unterwasserroute suchen, nicht eine Route, sondern eine Höhle, in der sich ein legendärer schlafendes Pokémon befinden soll. Jetzt haben wir gerade so ein Golbat gehört, oder sowas. Wenn du dich einfach nur im Meer treiben lässt, komm Pokémon, um zu spielen. Und jetzt vielleicht müssen wir mit der Realität, wenn du einfach so im Meer schwimmen gehst, komm Haie und zerfleischen dich. Ne, eigentlich ist es ja gar nicht so, wie man sagt, ne, Haie greifen ja gar nicht so aggressiv an, wie man das aus Filmen und sowas denkt. Nur wenn die irgendwie Blut riechen oder sowas. Ich habe keinen Steinhagel mehr. Gut, ich war natürlich nicht in der Tau. Muss ich mit... Na, Fußkick, toll. Ich hab auch Geduld, da muss ich aufpassen. Dann wechsle ich mal aus auf... Gedüngt. Denn bei Geduld ist es ja so, wenn ich da ganz viel Schaden reinknall, dann haut Geduld mir auch ganz viel Schaden rein. Ist irgendwie ein schlechteres Konter einfach. Zählt dafür aber, glaube ich, auch bei beiden Attacken. Sowohl als physisch als auch bei... Schwischel. Ja. Und die sind jetzt da unten schön am Suchen. Ich weiß gar nicht, ob die einen Plan haben, wo die suchen sollen. Also der Captain Brick hat diese Höhle ja schon gefunden. Aber keine Ahnung, ob Adrian, ich mag, weil er die Pläne hat, wo das sein soll. Ansonsten können wir erstmal eine Woche Urlaub machen. Dann sind wir trotzdem vor denen da. So schnell werden die das schon nicht finden. Na gut, das ist natürlich übertrieben. Wir werden ja sehen, wer zuvor bei dieser Unterwasserhöhle angekommen ist. Denn wir werden uns ja ebenfalls noch auf die Suche danach begeben. Allein schon, um das U-Boot zurückzuholen und so. Und ja, wir müssen ja auch zu diesem Pokémon, denn wir haben ja die... Wir haben die blaue? Ja, wir haben die blaue Kugel. Wir haben die blaue Kugel und Adrian hat die rote. Und dann müssen wir natürlich auch noch die andere Kugel zurückholen. Ja, aber zuvor brauchen wir Taucher, um selbst tauchen zu können. Und dafür müssen wir erstmal den siebten Orden schaffen. Leider Fumeo, by the way. Oh, wahrscheinlich vor sie. So, dann packen wir jetzt mal andere Pokémon nach vorne. Und zwar, Rest und Diamante, ja komm. Diamante 33, das geht schon. So. Gucken wir mal. Jetzt müsst uns hier... Hier, das ist zum Beispiel eine Tauchstelle. Seht ihr, wo es da so dunkelblau wird? Da könnte man jetzt Taucher benutzen, habe ich aber nicht. Und ich weiß auch gar nicht mehr aus dem Kopf genau, wie man Taucher kommt. Sitzt auf einem Pokémon, statt selbst zu schwimmen. Ich bin richtig neidisch. Ja, ist bestimmt beides geil. So, ja, ich weiß gar nicht genau, wo man Taucher herkriegt. Aber da ist ja wichtig für die Story und sonst voranzukommen, wird das schon nicht so schwer zu bekommen sein. So, Tropius gegen Diamante. So, Schockwelle gleicht sich aus, weil du Pflanzeflug bist. Das bringt auch nicht sehr viel. Ich mache mal Geheimpower. Oh, hat die Animation von Surfer hier im Wasser. Und das senkt deinen Angriff. Oh, okay. Da habe ich nicht so mit gerechnet. Egal. Schau. Kann man machen. So, dann probiere ich trotzdem mal mit Nachtnebel hier. 33 dürfte mehr abziehen als Geheimpower. Ja, zieht ein bisschen mehr ab. Ja, ja. So. Ja, so Attacken wie Nachtnebel sind eigentlich recht ausgeglichen. Also. Man selbst wird ja stärker durch Level ab, aber die Gegner sind dann auch noch stärker und haben dadurch mehr KP. Also es ist selten so, dass das mal one-hitted oder so. Und da haben wir das Tropius auch erledigt. So. Thomas auch erledigt. Oh, ich kann doch nicht. Was kannst du nicht? Langsam bekomme ich eine Gänsehaut. Ich bin schon zu lange im Wasser. Ich wollte, ich könnte auf ein Pokémon reiten, so wie du. Reiten? Ja, Pokémon, los! So, was mache ich jetzt? Am besten nochmal auffallen hier. Diamante. Dann geht schon wieder die Supertränke aus. Das ist doof. So, es ist gar nicht so weit bis nach Moosbach. Das ist eine kleine useless Insel hier. Vielleicht gibt es ein Item, aber ich weiß nicht. So, was ist das denn für ein Haus hier? Haus des Schatztauchers. Ey, Schatztaucher! Ich bin der Schatztaucher, ich bin der Typ, der in der Tiefsee taucht und nach Schätzen am Meeresgrund sucht. Oh hey, das ist eine Scherbe. Genau, die suche ich. Oh, du musst unbedingt mit mir tauschen. Ich gebe dir was Gutes dafür. Ja, das. Gegen einfach. Ah, gegen Steine tauscht er das. Nicht gegen Moves, wie ich erst dachte. Das ist ein guter Tausch. Setzt es wohl überlegt ein. Jetzt brauche ich nur noch ein Evoli oder irgendwas, was ich mit
Feuerstein entwickelt. Fukano, glaube ich, auch zu Arcani, ne? Ja, sowas halt. Aber wir haben hier keinen Platz. Wir haben hier noch unser Filler-Pokémon hier, Surfmon. Und ja, bis wir storytechnisch keinen Surfer mehr brauchen, sind wir gezwungen, das mitzunehmen. Moosbach City. Oh yeah. So, oh, wie ich das... Das kenne ich noch sehr gut aus der Demo. Das ist ja die einzige Stadt, die man so wirklich betritt. Und dann ist die auch noch etwas leer und so. Nicht gerade fertig wirkt die, aber... Immerhin. In der Nähe von Moosbach City kann man wilde Weiden mal sehen. Das ist mal Weilmer Watching. Ah, okay. Gute Englischkenntnisse besitzt um ein kleiner, / kleine. Ja, in einem Wort hat man schon gute Englischkenntnisse. Okay, so. Du stehst da so markant, hast du irgendwas Besonderes? Die Rinderleiter dieses Ortes sind ein ausgezeichnetes Team. Ihre Kombination, ihrer Taktik ist einfach exzellent und wow! Was meinst du dazu? Abhängig von der speziellen Fähigkeit als Pokémon werden in der Taktik ihre Wirkung verändert oder sogar wirkungslos. Ja, zum Beispiel Psycho auf Unlicht. So, gut, Markt. Jetzt wird erstmal einkaufen hier. Jetzt wird erstmal einkaufen, genau das. So, ich weiß ja, dass ich Nugget aufgehoben habe irgendwo, irgendwann. Da. Das kann weg. Sonderbombe muss ich noch zwei. Was kann er noch weg? Aufwecker, Kraftwurzel. Kraftwurzel eine. Fluchtseil. Ich glaube, ich baller den Ewigstein mal weg. So. Na, der Schutzband, das... Ach nein, das lasse ich. Das kann mir vielleicht noch irgendwie... Egal, so. Netzball. Okay, nehme ich mal drei. Und Hyperbälle. Klar, komm, 10 Stück, hau raus hier. Hier frage ich mich auch, warum man nur 4 Pokébälle im Premierball erhält, wenn man 10 Stück kauft. Ein Tauchball. Ja, 2. Ich weiß nicht, ob wir während des Tauchens noch ein Pokémon fangen können. Hypertränke, so. 4 Stück. Hyperheiler, ja. 3 Stück. So, und langsam geht das Geld auch schon wieder zur Neige. Dann lasse ich das erstmal. So. Das ist ein bisschen doof gemacht, dass es hier keine... Dass es nur den stärksten Trank zu kaufen gibt. Also jetzt hier ein Hypertrank. Weil ich hätte ja schon gerne normale Tränke und Supertrank gekauft. Jetzt habe ich mich schon in Baumhausen gewundert, dass ich da keinen Trank mehr kaufen konnte. Weil in anderen Editionen ist das da besser gemacht, finde ich. So, und hier irgendwo soll es jetzt die Super angegeben, ne? Die suche ich jetzt mal. Mein kleiner Bruder liebt es, die Geheimbasen der anderen zu finden. Hast du dir eine Geheimbasis in Route 114 eingerichtet? Boah. Der hat unsere Geheimbasis gefunden, die müssen wir ändern. Ja, das bringt natürlich nichts, er weiß immer, wo die Geheimbasis ist. Das ist, falls man das mal vergessen hat, kann man den ansprechen und dann sagt er ihm das. Ich habe das von Troy bekommen, weiß auch nicht, was ich damit machen soll. Ich glaube, es heißt Kingstein, müsstest du es haben? Ja, klar. Warum willst du es haben? Du bist komisch, du kannst es behalten, aber es ist nicht Troy. Du fragst mich, ob ich es haben will, ich sage ja und du fragst mich, wo... Ach, geh doch flucken. So, Kingstein, das gebe ich mal... Was hat denn Risto? Ein Seidenschein. Nee, 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 das bleibt. Okay. Wem gebe ich das dann? Diamante vielleicht? Kingstein ist für Zurückschrecken. Du hast Granatapfel, wollte ich gerade sagen. Granitstein. Du hast Wundersaat. Du hast einen Herzschopper, aber dir darf ich das eh nicht wegnehmen. Du hast einen EP-Teiler. Den kann ich dir eigentlich wegnehmen. Was hat Diamante denn jetzt? Flinkklaue. Ach komm, lassen wir das erstmal. Vielleicht findet sich da noch eine Möglichkeit. Nehmen. So. Stand jetzt das Inventar wieder voll. Das ist das Haus von Troy, ne? Ja. Hallo. Quinnau? Ja, das ist mein Zuhause. Peinlich, wie kahl die Räume hier sind. Oh, hier. Nimm sie vor allem. Den Herr Taucher. Ich habe das meinem Pokémon schon beigebracht. Ah, man kriegt einfach so Taucher von ihm. Das habe ich auch nicht mehr gewusst. Aber cool. Wenn du Surfer einsetzt und über das Meer gleitest, wirst du dunkle Stellen im Wasser bemerken können. Setze hier Taucher ein und du kannst hinabtauchen bis zum Meeresboden. Wenn du wieder auftauchen möchtest, setze ebenfalls Taucher ein. An manchen Stellen ist das Auftauchen allerdings nicht möglich. Ja, nur an halt so markierten Stellen wieder. So. Und später, ich hoffe, dass es nicht Smaragd ohne gibt, es hier nämlich noch ein Pokémon von ihnen zu bekommen. Aber das wird für uns eh nicht interessant, glaube ich, weil das ist erst nach der Pokémon-Liga. Ja. Da liegt auf seinem Tisch ein Tarnel.
kann man halt so Metagross entwickeln. So, wo gibt's denn jetzt die Superangel? Die möchte ich mir noch schnell holen. Du vielleicht? Nein, du bist kein Angler. Nein, so wäre es. Es mag Pokerill Gelb, nicht wahr? Nein, ich bin mir sicher. Es mag mit Sicherheit Pokerill Gelb. Naja, das ist noch so ein Marker, der einen verrät, welche Pokerill man gut benutzen kann. Mein Mann weiß auf den ersten Blick, welche Art von Pokerill ein Pokémon mag und welche nicht. Welche nicht, hat er nicht gesagt. Das weiß ich schon mal. Die Ressource ist lila. Auf der Suche nach Trainern. Hallo, heute besuche ich ein Gebiet in der Ruhe 120. Wir versuchen ein neues großes Zentrum zu finden. Unsere Kamera auf der Zentrum wird noch. Ja, okay. Ich kann hier nicht rausklicken, deswegen spam ich jetzt einfach. Was habe ich für ein Wort dann nochmal gesagt? Ich habe gesagt, wir zerknüllt uns und warf uns weg, wie immer. Unglaublich stark gehen, wenn ihr auf den Kampf einkommt. Dazu dieser Knosp und Mogelbaum. Ha, dieser Knosp. Wahrscheinlich, weil diese Kenntnis gegenseitig uneingeschränkt unterstützen wurden. Eine unglaubliche Atmosphäre der Trainer. Das ist ja der Kugelsaat. Boah. Kugelsaat ist das Zeichen der Freundschaft, ja. Zwischen Bisa Knosp und Mogelbaum. Hm? Das finde ich Mogelbaum bestimmt ganz gut, Kugelsaat abzubekommen. Getan. Ja, das war dann echt schon wieder getan hier. Sehr tief sind nicht, da liegt ein tieferer Sinn. Ah, kein Wunder, Blas. Wir bis zur nächsten Sendung. Pio und Udo, ey. Ich hätte gerne mal das Interview von Captain Brick gelesen. So. Hast du jetzt hier die super Angel? So viele Orte gibt es jetzt ja nicht mehr. Als ich noch jung war, bin ich als Pokémon-Trainer durch die Welt gereist. Nun, da ich ein alter Knabe geworden bin, beobachte ich mit Freuden die jungen Trainer beim Kämpfen. So, und das ist jetzt ein Ort, ich ist verschlossen, wo man sich halt mit entweder Sheets oder mit irgendwelchen speziellen Modulen, die es irgendwie nur in Japan gab oder sowas, kann man hier durch und dahinter ist irgendwas. Ich habe keine Ahnung was, aber es gibt in jeder Edition irgendwie, dass es da irgend so einen Raum gibt, wo man nochmal hinter kann. Zum Beispiel in der vierten Gen, also in Platin und sowas, steht dann irgendwie, es weht ein Luftzug oder sowas. Ich glaube, hier gibt es sogar zwei. Ich glaube, in Cineroville gibt es auch nochmal so ein Haus mit so einer Tür. Oder ich verwechsel das jetzt, das kann auch sein. Ich habe voll Freuden in Segrasurf gehört, dass eine Herde Walmer verschwunden ist. Das mag da wohl passiert sein. Ja, die... keine Ahnung. Alle Lebewesen brauchen das mehr, um leben zu können, auch wenn sie Land leben. Am Ende der Reise wird aus dem Leben in Erde und er kehrt zurück zum Land. Und das Meer steht immer in Verbindung zum Land, genau wie dieses Ufer hier. Ja. AP Plus, no! I need this AP Plus! Was mache ich dafür? So viele Items, ey. Soll ich mal Sonnenbaum uns einfach rausknallen? Nee, das kann ich nochmal aufskillen, also wir brauchen. Supertrank, Rauchball. Ach komm, weg mit Rauchball hier. Weg mit Rauchball, weg mit Aufwecker. Ich habe Hyperheiler. Und so, jetzt haben wir erstmal zwei Plätze. AP Plus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich denke, das kann man auch mal gebrauchen. Und ich suche immer noch den Angler. Der muss hier doch irgendwo sein. Meine kleine Schwester tauscht immer Briefe mit ihrem Freund im Baumhausen aus. Ich beneide sie kein bisschen darum. Kein bisschen? Warum? Auch wenn ich meinen Freund im Baumhausen nicht sehen kann. Mein Pokémon bringt uns unsere Briefe. Ich bin nicht einsam, auch wenn wir getrennt sind. Flieg los. Flieg los. Ja, nice. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man das immer wieder macht oder es überhaupt keinen Sinn hat. So. Du sagst uns, dass der Stein da irgendeine Bedeutung für die Raumfahrer hat. Das weiß ich noch aus der Demo. Wäre das nicht schön, wenn die ganze Welt so mit Blumen und Pflanzen bewachsen wäre wie diese Insel? Ja. Sieht dann schon ganz nice aus. Eine Reise auf einem Schiff ist toll, aber das Meer auf einen Pokémon zu überqueren, das Surfer ansetzt, das ist wirklich eine aufregende Sache. Man sieht auch Kindchen. Ja, bist du Kindchen, alter Mann. Nur weil ich graue Haare hab. Ah, hier ist die Angler. Hey, du da, Trainer. Die Superangel ist wirklich super, da kann man sagen, was man will. Aber mit diesem Baby kann man Pokémon vom Meeresboden wegfangen. Na, du willst doch gerne auch eine Angel haben, oder? Sicher, sicher. Schließlich ist eine Superangel super. Eine Superangel halten. Nice. Schießt du am Wasser, dann wirf die Angel aus und schau, was anbeißt. Ja, dann können wir jetzt bessere Pokémon fangen. Die Angel fängt ja am schwächsten Pokémon bis 20 oder sowas. Oder ich glaube nicht mal 20, 10 oder so. Die Profi-Angel dann so um die 20 oder sowas. Die Super-Angel dann halt 30, 40, 1 Million, so. Ihr wisst, was ich meine. Dann lasst uns jetzt mal in die Arena gehen, denn das ist die Voraussetzung für Taucher. Wo wir Taucher eigentlich schon mal jemandem beibringen könnten. Mit jemandem meine ich natürlich Surfmon. Oh ja, da wird ein Surfer wohl noch ein bisschen begleiten müssen. Oh Mann, oh Mann. Da war das Glück mir nicht wohl gesonnen, was die Pokémon angeht. Beziehungsweise, na, ich bin ja eigentlich
War ich selber schuld bei Sunpex? Ich weiß es gar nicht mehr. So, was hat Guido uns zu sagen? Heißt du hier Guido? In der 5. Gen heißt du Guido. Na, no, wie sieht's aus mit dem Champion? Oh, die Arena-Leiter hier setzen Psycho-Pokémon ein. Jetzt für Kampf- oder Gift-Pokémon ein. Wer diese große Schaden nehmen? Außerdem wirst du gegen eine außergewöhnliche Kombination von Attacken blocken müssen. Wenn du gewinnen willst, musst du mir beweisen, wie sehr du es mit deinem Pokémon verbunden bist. Und nun los. Ja. So, und die Arena hier ist anders aufgebaut als in Sprakt. So, hier können wir jetzt hoch. Und hier müssen wir fighten. Der erste Fight gegen diese Göre. Die Straßen, die du gewandert bist, das, was du erfahren hast, liegt mir alles, was du gelehrt hast, zu Füßen. Wie stellst du dir das vor? Egal, fighten wir einfach. Ach nee, du bist gar kein. Du hast doch den gleichen Sprite. Du bist Psycho Dolores. Ein Voltenso. Oh, Elektro Arena. Elektro Arena. Schade. Psycho wäre cool gewesen. Hätte Diamante recht leichtes Spiel gehabt. Aber. Na, das ist jetzt natürlich gefährlich mit Diamante. Da muss ich eigentlich mal wechseln, oder? Weil das kann mich jetzt ja killen. Und killen ist not cool. So, dann wird dieser Part wohl daraus bestehen, dass wir die Arena machen. Ungeachtet. Boah, wie viel Schaden das einfach macht. Ungeachtet davon, dass. Ah, das ist speziell. Wie lange das dauert, wollte ich sagen. Na, vielleicht killst du ihn ja nicht. Du hast ja nicht. Ja, das Doppelte von 55 ist ja immer noch 110. Was? Direkt paralysiert? Brüller. Oh, geht das schon wieder los. Oh, das ist jetzt. Okay, aber du bist schneller als ich. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber ich habe die Flink. Nee. Kaum super dran. Das muss jetzt nicht sein. Ich mag Diamante. Das muss jetzt nicht sein. Brüller. Oh, so, wir kommen jetzt rein. Hermine. Also Hermine und Gedüngt sind jetzt dran. Na komm, einmal Fußkick wird reichen. Du benutzt Rückzugkick gegen ein Gesteins-Pokémon. Please. Okay, was ist dein nächstes Pokémon? Jetzt wäre Sunpex doch mal geil gewesen, ne? Schön Violia hier als Bodentyp. Ja, dich kann ich auch Fußkicken. Ah, Ultraschall ist da schon ein bisschen besser, weil das halt fixen Schaden macht. Boah, ich zertrümmer doch lieber. Lieber zertrümmern. Boom! Das ist sehr effektiv. Ja, da sieht man nochmal, dass es von dem Gewicht abhängt. Deswegen macht zertrümmer hier auch mehr Schaden. Zielschuss! Du wirst aber nicht mehr dazu kommen, deine Geheimattacke einzuwenden, ja? Du wurdest zertrümmert. So. Damit wird Dolores erledigt. Du wandelst auf dem Pfad der Größe. Ja? Bin ich ein Resto? So. Hier, dich heilen wir einmal voll. Dann bekommt. Hier kommt Kraftwurzel, hauen wir raus. Resto. Und dann noch ein. Paraheil haben wir komplett nicht, ne? Arena wäre? Nee. Gut, gut. Dann nehmen wir halt unseren Hyperheiler. Bin ich schon dran vorbei? Sieht ganz so aus. Ja, hier. Ich war echt schon vorbei. So. Alles klar. Nicht verzagen. Weitermachen. Oh, die Leute, die vorher rot gesehen haben, wissen, dass ich das Rätsel überhaupt nicht mag. Ich versuch's mal hier lang. Okay, das schien sogar richtig gewesen zu sein. Zeig mir, ob du Talent hast. Eigentlich wollte ich erst nach oben gehen. Vielleicht wäre das eine Falle gewesen. Ich wäre irgendwie wieder unten gelandet. Psycho, Zoltan! Und ein Lagtech. So. Okay. Ich wollte mit Geheimpower. Dann kann ich jedenfalls auch elektrifizieren hier. Ja, und langsam kommen wir so an die Grenzen, was das Level der Trainer betrifft. Obwohl das ist jetzt ja Arena. Das ist ja kein, sind ja keine normalen Trainer. So, das darf ja gerne fordernd sein. Da habe ich nichts gegen. In die Arena sollen ja Herausforderungen sein und die stärkeren Trainer haben. Während die anderen Trainer dazu dienen, Training zu sein. So, Donnerschlag ist leider hier nicht physisch. Das heißt, Protzer wird mich hier nicht stärken dagegen. Ich werde dich. Kreideschrei bringt dir deshalb aber auch nicht so viel, wenn du Elektro-Tanken hast. So, du hast kein Statik. Oder? Hast du Statik? Ich weiß nicht, wenn ich mir schon wieder Herpes eingefangen habe, dann hattest du Statik. Aber bisher ist die Reste noch. Ah, nee.
Nee, ist das doch nicht, Herpes 2. Und Level Up für Diamante. Zieht die Rätsel das Herpes wieder magisch an. Und dann als nächstes hast du noch ein Lampi. So, was mache ich denn da? Weiter Stärke. Wieder mal hin, Stopp. Konfusstreier. Womit wir wieder bei Paralyse und Verwirrung sind. Also viel mehr Abfuck geht da nicht. Naja doch, Schlaf fuckt immer noch mehr ab oder eingefroren sein, weil man da überhaupt keine Chance hat, irgendwie einen Angriff zu machen. So, und jetzt Finte. Ich bin mir sicher, Nereso, du kommst durch. Wow. Okay, ich hab mich schon gewundert. Das ist viel Schaden gemacht hat beim Lampi. Nein. Wenn du dich jetzt selber gekillt hättest, ne? Das hätte mich aber gewundert, so viel Schaden. So stark ist Nereso jetzt auch nicht. Gut. Weiterhin sind wir paralysiert und verwirrt. Aber wenn ich jetzt einen Hyperheiler benutzen würde, wäre beides weg. Ist jetzt, glaube ich, beides weg. Aquaknall. Ja, Finte. Boom. Ich glaube, ich hau gleich mal ein paar Zitrobeeren raus. Das hat nicht gereicht. Das war nicht glitch. So, du hast aber keinen Statik. Du hast entweder H2O-Absorber oder Volt-Absorber. Du besitzt offensichtlich Talent. Dankeschön. Sehr nett von dir. So. Citrobeeren nicht prüfen. Oh, sehr hart. Eng verwandt mit Sinö. Diese große Beere ist von rundum Geschmack. So, ich wollte es gar nicht auf dich machen, sondern auf Nereso. So, noch einer auf Nereso. Ich weiß, dass man die Bären gut zum Tragen geben könnte, aber ich habe hier schon Items verteilt. Und wenn da mal ein Crit kommt oder sowas, dann hilft mir da auch keine Beere mehr, weil das eh sofort tot ist. Das Pokémon. So. Oh, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das hier geht jetzt nach oben. Okay, dann muss ich wieder runter, wie es aussieht. So, wo lande ich jetzt? Wieder hier. Okay, dann gehe ich wieder hier hoch. Dann lande ich wieder hier. Oder muss ich jetzt wohl hier hoch? Okay, dann wäre das wohl auch ein richtiger Weg gewesen. Ich kann sie sehen, ich kann deine Zukunft. Und mich besiegt, sage ich dir deine Zukunft voraus. Okay. So eine Trainerin erinnert mich noch aus Platin. Da meinte das auch jemand. Smetta. Wieder mit einem Electek. Also wieder mit Herpes inklusive jetzt. Aber ich muss ja nicht physisch angreifen. Donnerschlag. Eigentlich ganz gut, die Animation hier. Und Boom. Na, nicht Boom genug. Nicht Boom genug. Da muss ich wohl wieder die Resto ran schicken. Ja. So ein Arena-Kampf ist ja ein Doppelkampf, ne? Muss ja. So. Stärke natürlich. Du wieder mit Donnerschlag hier. Donnerschlag kann ja auch schon paralysieren. Bababam. Sehr schön. Direkt gereicht und schon wieder Herpes. Mann, Nereso. Was machst du denn? Ich ergebe mich. Herpes ist echt hartnäckig, wa? Du wirst einen irrsinnigen Kampf gegen unsere Lehrer führen. Der Ausgang dieses Kampfes, meine Lippen sind versiegelt. Du hättest mir sagen können, welche Attacken sie in welcher Runde machen und diesen ganzen bullshittigen Bullshit. Aber das wäre zu lame gewesen dann, ne? Der dritte Hyperheiler ist schon um die Resto. So. Gut, jetzt kann ich da lang. Okay, das bedeutet. Ja, ich muss hier runter, ne? So, ich muss hier runter. Und dann kann ich jetzt hier entlang und komme jetzt nämlich nicht mehr zur Psychofrau, sondern zu ihm hier. Das ist doch ein bisschen größer als ich erwartet hatte. Nicht so einfach, doch nicht ganz einfach. Achtung, ich lasse mein Pokéball telekinesisch schweben. Wuhui. Manchmal fehlt es mir etwas an Balance. Alter, hast du mir gerade die Pokéball gegen den Kopf geknallt. Jetzt reicht's. Wer bist du überhaupt? Xaver. Xavier. Nein, das ist, glaube ich, einfach Xaver. So, wieder gegen einen Lampi hier. Geheimpower. Du bist nicht Paralyse immun.
Und hier sind wir wieder in einem Gebäude, das heißt, ich habe durchaus Chancen auf eine Paralyse bei dir. So, ich denke, ich bleibe jetzt aber bei zweimal Nachtnebel, dann soll es erledigt sein. Jetzt werden wir jetzt natürlich durch die Verwirrung kommen. Bisher sieht es gut aus, da hat Diamante sich ins Zeug gelegt. So, noch einmal jetzt arg verklaren. Da war Spucke mit bei, oder ist das komplett Spucke? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und Lampi geht jetzt hier down. Tschüss. Hauen sie rein. Du hast noch mehr Pokémon. Ja, natürlich hast du noch mehr Pokémon. Ein Vati. Da mache ich keinen Power. Ich bin immer noch verwirrt. Die. Donnerschock. Ha, mein Eddie hatte schon Donnerblitz. Nur leider. Ja. Ja. Genau das. Meine Init sinkt stark. Das kann ich nicht zulassen. Dann wechsle ich auf die Resto. Das geht ja hier so nicht. So, Neresto, jetzt kannst du wieder zeigen, was du drauf hast. Wenn du jetzt schon wieder Herpes kassierst, ne? So, hast du auch Statik? Wie viele Elektro-Pokémon haben eigentlich Statik als Fähigkeit? Bombosat. Und wieder slow as hell, yeah. Damit ist das Wart jetzt vermutlich schneller als wir. So, auch wenn bei Aeroas... Oh, doch nicht. Auch wenn bei Aeroas steht, eine sehr schnelle Flugattacke, hat das keine Priorität oder sowas. Es trifft halt einfach nur immer. Und hat nichts mit der Geschwindigkeit, also der ausführenden Geschwindigkeit. Ach, oh Mann, ist das schon wieder Herpes Incoming hier für die Rest, oder? Electek. Protzer. So, gut, dass du Lichtschild gemacht hast, aber das bringt dir nichts. Denn wir kommen hier mit keiner speziellen Attacke an. Silberblick. Du Donnerschlag machst, bringt dir das nicht viel, Kumpel. Stattdessen werden wir dich jetzt erstmal... Ah, nicht ganz modern. Schon wieder Herpes! Mann, Neresto! Was ist los mit dir? Wenn wir jetzt hier durchkommen durch die Paralyse... Das ist vielleicht jetzt erledigt. So, vierter Hyperheil auf Neresto? Na klar. Neresto, hast Bock? Okay, damit wird Xeva erledigt. Meine Pokémon kämpfen nicht synchron. Ist ja auch kein Doppelkampf-View. Hyperheiler. So, nein, nicht auf Diamante. Auf Neresto. So. Dann schiebe ich dem jetzt noch meine Titrobeere rein. Ich hoffe, das ist es wert. Und dann... Ja, noch so ein Sprudel oder sowas wäre jetzt halt nicht schlecht. Ne? Ich habe aber nur noch Hypertränke. Ne, ich habe noch einen Supertrank. So sagt mir das doch keiner. So. Gut. Dann wollen wir mal den Hebel hier umdrehen. Umhebeln. Zack. Und ich würde fast mal sagen... Hier lang. Also da können wir jetzt gar nicht lang. Das heißt, wir müssen wieder... Von Anfang an dahin, was? Wieder von Anfang an. Nee. Hier sind wir nicht richtig. So. Wieder von hier. Und dann kommen wir jetzt weiter als eben. Yeah. Wow, wir sind da. Wir sind da. Gegen die Trainerin da links haben wir noch gar nicht gekämpft, oder? Egal. Es geht los. Fake Pokémon packe ich nach vorne. Am besten mal gedüngt und Hermine. Ihr seid jetzt hier unser Doppelkampf-Liebespaar, das eingesetzt wird. Also, los geht's. Bist du überrascht? Bist du überrascht? Dass es zwei Rennleiter gibt? Wir sind Zwillinge, wir brauchen nicht zu sprechen, wir wissen, was der andere gerade denkt. Gedankenübertragung. Diese doppelte Stärke, kannst du sie besiegen? Ja, die sind auch Psychokinder und können irgendwie ihre Gedanken übertragen. Zwei Pokémon nur, echt? Voltenso und Minun. Wow. Also da sieht man dann nochmal, dass Smarg da wesentlich krasser ist. So, dann würde ich sagen, schlafpudere ich erstmal das Voltenso ein und... Steinhagel, alle beide. Funksprung. Scheiße. Ja, das habe ich jetzt davon, dass ich mich zu lustig gemacht habe. Hermine erledigt. Toll. Da kommt jetzt mal Fomeo rein. Hey, wir können Teammitglied fangen. Sehr schön.
ja, Fomeo ist jetzt Gedüngs neuer Partner. Fomeo hat ja noch keinen Partner. Deshalb ist sind Gedüngt und Fomeo jetzt ein Paar. So. Wir sind hier nicht beim Online-Kampf. Es gibt keine Sleep Claws, dass man nur ein Pokémon einschläfern kann. Deswegen will ich das mir auch noch einschläfern. Du machst mal Sonntag. Ja, dadurch wird Mythologe stärker. Bitte machen wir das. Und ich werde keinen Regentanz machen, weil das Viech da hat Donner. Niemals. So, mein Angriff sinkt. Das ist natürlich doof, weil normal ja physisch ist. So, jetzt sind wir schon mal ein Feuer-Pokémon. Und auch das Minum pennt. Dann lass uns zuerst das Minum doch loswerden, weil Donner ist halt doch recht krass. So. Gut, gut. Dann. Ja, Gigasauger auf Minum und Meteorologe auf. Rotenso ist still am Penning. Und auch Minum ist still Penning. Dann können wir jetzt ran. Und. Burn. Ja. Wie sieht's aus mit Gigasauger? Ist natürlich. Oh, weniger als Meteorologe. Das ist verwunderlich. So, dann mache ich jetzt mal Gigasauger auf dich und Meteorologe könnte ausreichen. Und ihr benutzt keinen Trank, wie es aussieht. Minon ist aufgewacht und Donner. Gerade auf das Pokémon, was es killen könnte. Nicht killen, 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 nicht killen. Ah, nice. Fomeo hat überlebt. Und wenn ich ganz viel Glück habe, geht das Minon jetzt down. Dankeschön. Guten Job gemacht, Fomeo. Dass dieses Pokémon kein Spitznamen hat, ne? Das ist ungewöhnlich. Jetzt mal seinem Pokémon-Art-Namen anzusprechen. So, dann nutze ich jetzt mal einen Hypertrank natürlich auf Fomeo. Denn das macht mehr Schaden mit Meteorologe als gedüngt mit Gigasauger. So. Du schläfst tief und fest. Und hier kommt unsere Meteorologe-Attacke. Okay, das schreit jetzt aber nach einem Trank von den Arena-Leitern. Bestimmt nach einem Hypertrank oder so. Deshalb. Ja, beide angreifen, ne? Ein Hypertrank, was habe ich gesagt? Ben und Svenja. Gut, das wird jetzt aber nicht reichen, um es zu killen. Du wirst dann jetzt gut die Hälfte abziehen, aber der. Na, nicht ganz. Aber der Gigasauger wird es locker nicht killen. Nö. Nö, nö. So, und wenn ich Pech habe, dann. Sonne ich das nach? Wenn ich Pech habe, dann. Ich nutze jetzt noch einen Trank. Schauen wir mal. Ja, noch ein Hypertrank, okay. Hätte man sich denken können, war mir aber nicht ganz sicher. War mir nicht ganz sicher. So, Pulverschnee. Vielleicht. Nee, kannst ja nicht einfrieren, du kennst ja noch. Und wieder Gigasauger. So, und ich jetzt gleich nochmal. Ja, ich brauche jetzt noch zwei Runden. Einmal muss ich Sonntag machen und einmal dann nochmal Meteorologe. Okay. Aber dann ist das so. Jetzt bist du wieder wach. Bis. Naja. Naja, nichts, was mir gefährlich werden könnte. Vor dem Hortensor habe ich jetzt echt nicht so Angst. Fomeo verwandelte sich. Und Gedüngt schreckt zurück. Naja, toll. Jedenfalls, das hat funktioniert. Das hat also nicht funktioniert. So, wenn das jetzt beides durchgeht, dann war es das für das Hortensor. Und zusammen wird das ausreichen hier. So, einmal Meteorologe. Das macht schon mal ziemlich guten Schaden. Und dann jetzt. Der Gigasauger-Angriff hier. Gib Fortenso den Rest. So, das war der siebte Orden. Die beiden Arena-Leiter im gefürchteten Smaragd-Doppelkampf besiegt, obwohl das natürlich kein Smaragd ist hier. Was? Diese Kombination? Wurde auseinandergerissen? So sieht's aus, du hast gewonnen. Da überreicht mir dir dies. Gib mir den Orden. Wir kriegen den Mentalorden von Svenja Burn. Der Mentalorden erhöht den Spezialangriff. Das ist so ein Quatsch, ey. Warum erzählen die das allen? Du kannst die VM-Tauchhaus außerhalb eines Kampfes einsetzen. Das ist jedenfalls für dich. Gedankengut. Das ist Gedankengut. Hier erhöht den Spezialangriff und erhöht die Spezialverteidigung. Eine Attacke, die perfekt für Psycho-Pokémon ist. Ich habe keine Psycho-Pokémon. Also hiermit werden wir an unseren Anfang gebeamt. Und. Ja.
Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Im nächsten Part geht's dann weiter. Denn jetzt können wir Taucher nutzen. Also bleibt dran. Bis dann und ciao. Euer Quidnow.